Willkommen beim fünften und letzten Kapitel, in dem es um Pythagoras und die von ihm in Samos gegründete Schule gehen soll. Ich habe anfangs schon erwähnt, Pythagoras ist gar nicht unbedingt klar, ob es sich um eine historische Person handelt. Jedenfalls rechnet man seiner Schule die Anfänge der Zahlentheorie und der Zahlenmystik zu. Das ist ja da am Anfang oft noch so, dass mit Mathematik auch so quasi religiöse Vorstellungen ganz gerne verbunden werden. Einfache Reihen, dann Harmonielehre. Ja, er hatte einen Beweis für die Winkelsumme im Dreieck. Er konnte regelmäßige Fünfecke konstruieren. In diese pythagoreische Zeit fällt die Beschäftigung mit Kommensurabilität und Inkommensurabilität. Das ist die Frage, ob zwei Strecken ein gemeinsames Maß haben. Also ob man eine kleinere Strecke findet, die man ganzzahlig vervielfachen kann und damit beide Strecken ausmessen kann, was eng damit zusammenhängt oder sogar gleichwertig zu der Frage ist, ob Zahlen rational oder irrational sind. Ja, das hat sich auch ein bisschen was zur regulären Theorie dann überlegt, beziehungsweise die Leute, die da in seiner Schule waren. Gibt es auch noch Spätpythagoreer und so. Das heißt, sie schließen sich dann immer der Lehre an. Vielleicht fangen wir mal an mit Anfängen der Zahlentheorie an. So dieses, was da in dem siebten Buch der Elemente ist, das umfasst so im Wesentlichen die pythagoreische Zahlentheorie. Hier steht, eine Einheit ist etwas, das zu einer solchen bestimmt wird. Ja, weiß man jetzt sehr viel mehr als vorher. Aber das sagen wir Ihnen auch immer, ne? Das sagen Herr Kanons und ich Ihnen auch immer in der Schulmathematik lineare Algebra. Man muss halt mal sagen, was die Einheit ist. Sonst kommt man nicht weiter, sonst wird das mit dem Koordinatensystem schwierig. Irgendwer muss mal sagen, was die Eins ist. So, und eine Zahl bezeichnet dann die Anzahl der Einheiten, aus denen etwas besteht. Das klingt eigentlich ganz vernünftig, wirft allerdings die Frage auf, ob die 1 eine Zahl ist oder keine Zahl oder vielleicht nur die Einheit, in der gezählt wird. Brüche sind eigentlich keine Zahlen, weil ein Bruch kann man halt nicht als eine Anzahl von Einheiten auffassen, sondern sind Verhältnisse von zwei Zahlen. 3 zu 5 zum Beispiel. Aber 3 ist dann eine Zahl und 5 ist eine Zahl, aber 3 zu 5 ist keine Zahl, sondern ein Verhältnis. So. Später heißen diese Verhältnisse auch Größen. Also alle Zahlen und alle Verhältnisse sind Größen. Und dann gibt es noch das Verhältnis von Größen. Und da haben die Pythagoreer gedacht, Verhältnisse von Größen, die irgendwo auftreten können, zum Beispiel Verhältnisse von Längen, müssten sich immer durch Verhältnisse von Zahlen darstellen lassen. Also zum Beispiel die Seitenlänge und die Diagonale in einem Quadrat, wenn man die zueinander ins Verhältnis setzt, da soll es auch ein Verhältnis von Zahlen geben, das das widerspiegelt. Ja, und da wissen Sie hoffentlich, das gibt's halt gar nicht. Und Sie können nicht zwei natürliche Zahlen durcheinander teilen und da kommt Wurzel 2 raus. Das geht nicht. Aber das war irgendwie so ein bisschen Schock, dass das nicht geht. Kommt aber gleich noch. So, jetzt hier Pythagoreer, figurierte Zahlen, haben die sich viel mit beschäftigt? So, also, was ist hier die figurierte Zahl? Oben liegt 1, in der zweiten Zeile liegt 2, in der dritten Zeile liegt 3, in der vierten Zeile liegt 1, 2, 3, 4. Da wird also offensichtlich die Summe der ersten n natürlichen Zahlen dargestellt, die auch die Dreieckszahlen ergeben, nämlich 1, 3, 6, 10. Das nennt man auch die Dreieckszahlen. So, und jetzt kennen Sie ja sicherlich, weil man das immer als Beispiel nimmt für den Induktionsbeweis, die Summe der ersten Zahl des n mal n minus 1. Wir wollen jetzt mal sehen, warum das eigentlich stimmt. Wir könnten jetzt mal sagen, also hier haben wir die 1, da haben wir die 2, da haben wir die 3, da haben wir die 4. Sagen wir mal, die n ist unsere 4. N mal n plus 1 halbe. Jetzt der Trick, um das zu sehen, ist quasi, man malt das einfach nochmal daneben. Letztes Mal hatte ich auch zwei verschiedenfarbige Stifte mit. Heute ist ein bisschen Sparprogramm. Jetzt gibt es die hier nochmal daneben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2 und 1. Ja, und jetzt muss man sich nur noch überlegen, wie viele Zeilen und wie viele Spalten hat man da. Wenn ich hier, in dieser Zeile liegen wohl die n-Kügelchen plus eine. Hier liegt jetzt n minus 1 plus 2. Das ist also auch n plus 1. In dieser Zeile liegt n minus 2 und hier liegt aber 2,
3, also ist das wieder n plus 2. Und in der ersten Zeile liegt hier n minus 3 und hier liegen die 4. So, also liegt in jeder Zeile liegt immer n plus 1 Kügelchen. Und davon haben wir n Spalten, also hat man n mal n plus 1 Kügelchen. Aber man hat sie da auch zweimal hingelegt, also muss man noch die Hälfte nehmen. So, das wäre so eine Begründung mit figurierten Zahlen. Weil man kann sich überlegen, auch wenn ich da jetzt 5 oder 6 noch unten drunter gelegt hätte, hätte das ja ganz genauso funktioniert. Ich hätte dann halt oben die 5 hingelegt, aber dann hätte ich auch wieder die n von unten genommen, oben hingelegt, hätten oben n plus 1 gelegen und das ganze n Zeilen. So kann man das durch figurierte Zahlen ansehen. So, vielleicht auch bei den anderen gucken wir vielleicht nur. Also hier in dem zweiten Bild hat man ja die 9. Hier entstehen immer die Quadratzahlen. Man fängt mit 1 an und jetzt legt man immer eine ungerade Zahl dazu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und herauskommen immer die Quadratzahlen. Das können wir vielleicht auch noch schauen, warum das so gut hinhaut. So, also wenn man mal sagt, man fängt mit 1 an, ist sicherlich eine Quadratzahl. Und jetzt will ich das auf das nächste Quadrat ergänzen. Also hier soll ein n liegen und da soll ein n liegen. Ja, was muss ich dann eigentlich dazugeben? Ja, ich muss immer einen dazugeben hier für die Kante. Und hier lagen schon n und hier lagen auch nochmal n. Vielleicht in dem Bild auch nochmal oder ich male hier nochmal neu dazu. Sagen wir mal, unser n war 3. Dann hatte ich ja hier ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 3 mal 3. Das ist die Quadratzahl für n gleich 3. Wenn ich jetzt sage, wie entsteht die nächste Quadratzahl? Naja, da kommen wieder die 3 dazu. Auf der einen Seite, also ist das sozusagen n plus 1 in Klammern zum Quadrat ist natürlich das n-Quadrat plus hier mal die n plus da oben mal die n plus immer noch da unten den 1er in der Ecke und das ist natürlich n-Quadrat plus 2n plus 1. Und 2n plus 1 ist natürlich dann einfach immer die nächste ungerade Zahl. Und wenn Sie jetzt mal scharf hingucken, Sie haben ja auch mal irgendwann binomische Formeln gelernt. Also das ist schon völlig in Ordnung. Wenn Sie n plus 1 Quadrat auflösen, kommt natürlich raus n Quadrat plus 2 n plus 1. So, jetzt werde ich hier nochmal eben so, damit ich nachher das besser im Bild habe. So, falls ich nochmal ein bisschen mehr Platz brauche. Ja, und so hat man dann eigentlich gesehen, aha, von einer zur nächsten Quadratzahl komme ich eben mal dazu, dass ich die nächste ungerade Zahl dazu addiere. Also ist die Summe der ersten n ungeraden Zahlen genau die Quadratzahlen. So, und für diese anderen zwei Bilder gibt es halt auch so Geschichten. Die Rechteckszahlen, also jetzt überlegen, was da passiert, das ist 2 plus 4 plus 6 und so weiter. Da kann man auch eine Formel für aufstellen. Und genauso dann für diese komischen Häuserzahlen da oder wie man das nennen soll. All diese Dinge sind enthalten in der sogenannten Lehre von den Geraden und Ungeraden. Das fängt erstmal recht eingängig an. Gerade ist die Zahl, die sich halbieren lässt. Das klingt gut, das ist gekauft. Und ungerade ist die Zahl, die sich nicht halbieren lässt. Ja, klingt auch schon ganz gut. Oder die sich um eine Einheit, das meint 1, von einer geraden Zahl unterscheidet. Ja, das klingt eigentlich noch besser. Das ist auch gekauft. Gerade mal gerade ist die Zahl, die sich von einer geraden Zahl nach einer geraden Zahl messen lässt. Das heißt, wenn ich die gerade Zahl teile durch 2, dann kommt wieder eine gerade Zahl raus. Oder durch irgendetwas teile, dann kommt wieder eine gerade Zahl raus. So, gerade mal ungerade ist die, die sich von einer geraden Zahl nach einer ungeraden Zahl messen lässt. Das heißt, wenn ich eine gerade Zahl durch eine gerade Zahl teile, kommt was Ungerades raus. Die wären dann ungerade mal gerade. Zum Beispiel 6 wäre ungerade mal gerade. Und wenn ich 6 durch 2 teile, die haben halt nur einmal den Primfaktor 2. So, ungerade mal ungerade ist die Zahl, die sich von einer ungeraden Zahl nach einer ungeraden Zahl messen lässt. Okay. Ist auch klar, die hat halt den Primfaktor 2 quasi gar nicht enthalten, würden wir in heutiger Sprache sagen. Da findet sich da zum Beispiel auch so ein Satz, setzt man beliebig viele ungerade Zahlen zusammen und ist die Anzahl der Zahlen, die man da zusammensetzt, gerade, so muss die Summe gerade sein. Ja, finden Sie jetzt nicht so schwierig, ne? Sie würden halt hingehen und schreiben da, ja, die ungeraden Zahlen, die sind alle der Form 2 mal n minus 1 plus 2 mal n2 minus 1 plus 2 mal n3 minus 1 und dann klammert man ein bisschen aus, nimmt alles nochmal 2 und sieht dann, dass das halt eine gerade Anzahl der zusammen ist, kann man halt eine 2 ausklammern, passt das. Hier, so sieht der Beweis in dem Dings aus.
wenn eine gerade Anzahl ungerader Zahlen zusammengezählt werden, dann sage ich, ist die Summe AE gerade, steht da oben auch. Da die Zahlen AB, BC, CD, DE ungerade sind, bleiben von ihnen, wenn von jeder 1 subtrahiert wird, gerade Zahlen. Das hatten wir ja gerade gehört. Also da stand ja die Definition, wenn man eine gerade Zahl halbiert, dann bleibt irgendwie 1 übrig. Da auch die Anzahl der subtrahierten Einsen gerade ist, ja, also es bleibt ja bei gerade vielen Zahlen ein Einser übrig, ist deren Summe, also die Summe von diesen Einsen dann wieder gerade, beides zusammen ergibt AE, deshalb ist AE gerade, was zu zeigen war. Weil ich habe jetzt gezeigt, dass AE ist eine Summe von lauter geraden Zahlen. Erstmal die geraden Zahlen, die in jeder dieser ursprünglichen Zahlen ja drin steckten, und dann noch darauf addiert die ganzen Einser. Jetzt können Sie höchstens sagen, ja, aber wenn eine von den Zahlen 1 war, ja, dann kann ich da ja gar nicht einen Zweier abziehen und es bleibt ein Einser übrig. Ja, doch, ziehen Sie halt keinen mal ab, dann bleibt ja auch genau ein Einser übrig. Ne? Und bei der 3 klappt es ja dann, da kann man ja ganz klar einen Zweier abziehen und bei der 5 und so weiter. Ja, so sehen da diese Beweise aus. Ist halt alles ein bisschen umständlicher, wenn man da nicht mit Formeln das hinschreiben kann, aber im Grunde genommen wäre auch ein moderner Beweis, würde genauso funktionieren. Und bis auf die Art, wie man das aufschreibt, wäre das Argument letztlich genau dasselbe. So, dann hierbei gibt es diesen Hypasios von Metapont, der entdeckt hat mit dem Prinzip der Wechselwegnahme, dass es inkommensurable Strecken gibt, also Strecken, wo das so ist, man findet keine kleine Strecke, die man ganzzahlig so oft nehmen kann, dass das dann glatt in die beiden Strecken hereinpasst. So, das nennt man Inkommensurabilität. Und gemerkt haben soll der das der Legende nach ausgerechnet an diesem Ordenssymbol der Pythagoreer, was dieses Pentagramm ist. Da soll der gemerkt haben, dass Seite und Diagonale nicht in so einem kommensurablen Verhältnis steht. Und ich glaube, der Legende nach ist er dann auch irgendwie ins Meer geschmissen worden oder sowas. Auf jeden Fall hat er das der Legende nach nicht überlebt. So, vielleicht mal das Prinzip der Wechselwegnahme. Sie kennen das, das ist eigentlich ziemlich dasselbe wie der euklidische Algorithmus, nur angewendet auf Strecken. Sagen wir mal, Sie können noch nicht so weit zählen und bestimmen den GGT von 20 und 12. Dann könnten Sie das ja so machen, dass Sie eine 20 cm Länge Strecke und eine 12 cm Strecke untereinander malen. Und jetzt überlegen Sie sich, naja, wenn es eine kleine Strecke gibt, die ganzzahlig in die 20er Strecke hereinpassen soll und die soll auch hereinpassen in die 12er Strecke, dann muss die ja auch ganzzahlig in diese Reststrecke 20 minus 12 hereinpassen. Sonst wird sie ja nicht ganzzahlig in beides passen. Das ist genau das Argument, was man eigentlich auch beim euklidischen Algorithmus nimmt. Also das ist jetzt der langsame euklidische Algorithmus, wo wirklich dann so schrittweise abgezogen wird und nicht gleich ein Vielfaches weggenommen. So, und jetzt sagen die dann genauso, okay, der muss also auch in diese Achterstrecke passen. Das heißt, er muss dann aber die Achter- und die Zwölferstrecke messen. Weil da kann ich jetzt wieder genau dasselbe Argument machen. Wenn das ganzzahlig in die 20 und die 12 passen soll und es soll ganzzahlig in die 12 und die 8 passen, dann muss es ja auch ganzzahlig in die 12 und die 8 passen. 12 minus 8 ist 4, es muss also auch ganzzahlig in den 4er passen. Aha, also muss es ganzzahlig in den 4er und den 8er reinpassen. Und sieh da, 4 passt genau zweimal in A rein. Also ist 4 die gemeinsame Streckenlänge, die sozusagen in beides ganzzahlig reinpasst. Und jetzt rechne ich das wieder hoch. Also ist im Grunde genommen die Inkommensurabilität lässt sich mit dem euklidischen Algorithmus überprüfen. Nur, dass man den eben auf Strecken anwendet, wo man ja jetzt unter Umständen gar nicht weiß, wie lang die ist. Das würde auch funktionieren. Ich male einfach so eine Strecke hin und trage da meinetwegen immer so abwechselnd mit dem Zirkel das ab, bis ich irgendwann mache, aha, ich komme da ganzzahlig oft aus. So, und jetzt gucken wir mal, warum das hier bei dem berühmten Ordenssymbol ein Problem ergibt. Das Problem besteht zwischen Seitenlänge und Diagonale, hatte ich gesagt. Jetzt schauen wir uns mal die erste Gleichung an. D, das ist die Diagonale, die hier so lang ist. Diese hier. Und A ist die erste Seitenlänge, also die hier außen. Jetzt steht hier D ist gleich A mal D'.
D' ist die Diagonalenlänge in diesem inneren Pentagramm, beziehungsweise in dem inneren Fünfeck. So, jetzt müssen wir mal erkennen, warum das stimmt. D ist gleich A mal D'. Dafür muss man erkennen, dass hier unten drin ein Parallelogramm liegt. Hier sehen Sie, ich fahre da so lang. Das ist jetzt ganz doof, weil ich glaube, ich den Mauszeiger nie mit aufnehme und das immer nachträglich in die Videos reinmalen muss. Also A, B, C, D, B, das ist hier dieses hier, das ist das, wo ich das sehe. So, jetzt habe ich das hier hingeschoben. Und andererseits liegt hier oben dieses bläuliche, das ist auch ein Parallelogramm. Das heißt, ich kann dieses D' auch hier so da oben hinschieben. Und jetzt sehe ich das. Aha, hier habe ich genau das D' drin. Ah, jetzt bin ich, glaube ich, schon einen Schritt zu schnell, oder? Na, stimmt. Hier ist das D', hier ist mein A, also die Seitenlänge von dem Äußeren. Und hier ist das D und es gilt genau, D ist gleich A plus D'. So, und jetzt gehe ich weiter. Jetzt gehe ich in das Innere rein und sage, gut, also jetzt schaue ich mir nochmal das D' an und schaue mir das an, das A'. Und da kann ich wieder dasselbe Spielchen machen mit dem nochmal wieder inneren Fünfeck, was hier drin liegt. Da funktioniert das also auch wieder. Da kann ich wieder sagen, ah, ich schiebe den hier oben hin und so weiter und so fort. Also genau dasselbe Argument geht da auch. Weil das kann ich beliebig oft fortsetzen. Das hat kein Ende. Und deswegen kann das Verhältnis nicht ganzzahlig sein. Das ist da das Argument. Ja, dumm gelaufen. Aber jetzt, wir können das umgekehrt nutzen, wenn man das Argument rückwärts laufen lässt, kann man rauskriegen, wie denn das Seitenverhältnis exakt ist. Das ist hier oben gemacht, da ist einfach so eine Bestimmungsgleichung angegeben. Da steht, ich gucke einfach in verschiedenen Figuren rein und sehe dann, x verhält sich zu 1. Also die Diagonalenlänge verhält sich, wenn man sagt, hier außen wäre mal die 1. Im selben Verhältnis wie 1, das ist hier die Seitenlänge, sich zu x minus 1. Das ist diese Länge hier, die man auch runtertragen kann, dann wird das die Diagonalenlänge in dem inneren Ding. Und wenn man das mal ein bisschen umformt, dann steht da also letztlich die Gleichung x² - x minus 1 gleich 0 lösen. Und wenn man das macht mit der entsprechenden Formel, kommt daraus Wurzel 5 plus minus 1 halbe. Ja, das mit Wurzel 5 kriegen Sie aber keinen rationalen Ausdruck hin. Das ist schwer zu machen, hat auch einen besonderen Namen. Wissen Sie, wie das heißt? Der goldene Schnitt. Die stehen nicht in dem goldenen Schnittverhältnis. Und das ist leider irrational. Pech gehabt, inkommensurables Ordenssymbol und darunter steht der Spruch, alles ist Zahl, dumm gelaufen. Ja, das kann passieren. So ist das manchmal. Der Beweis zum pythagoreischen Leersatz. Ja, der klassische Beweis, den man da hat, ist der in diesem Euklid drin steht. Da sage ich auch jedes Mal dazu, Schopenhauer mochte ihn nicht, aber weil Sie gar nicht wissen, wer Schopenhauer ist, hilft Ihnen das nicht viel. Der hat gesagt, der wäre stelzbeinig. Das können wir uns vielleicht mal als Argumentation angucken. Hier, das ist jetzt wieder aus von diesem Typ, der da auf den Falklandinseln alleine rumsaß und nichts anderes zu tun hatte, als den Pythagoras in Bund nochmal aufzumalen. Ja, und so, da wird nämlich eigentlich gar nicht der Pythagoras bewiesen, sondern es werden Kathetensätze bewiesen und daraus wird dann zusammengeschoben durch die beiden Kathetensätze dann nachher der Satz von Pythagoras. Habe ich da irgendwas drunter geschrieben? Auch nicht. Gut. Was hier gemacht wird, es wird gesagt, dieses Dreieck hier, dieses Lilande, ist zunächst mal genauso groß wie dieses Türkise. Ich sage jetzt extra nicht blau und türkis, also lila und türkis. Und warum ist das so? Naja, also hier ist ja so, sagen wir mal, das hier ist B und das hier ist A, ne? Kann man sich ja aussuchen. Und das hier ist das C-Quadrat. Also sagen wir mal, das hier ist das B-Quadrat, da ist das A-Quadrat, das. Na, das stimmt. Also nach üblicher Bezeichnung ist eher hier das A-Quadrat. Ne? Ah, nee, eh nicht. Die Dings sind, da ist das B. Ne? So, aber hier ist auch nicht das. Ja. Ist doof, ne? Weil hier unten ist eindeutig die Hypotenuse. Da sollten eigentlich die Buchstaben anders benannt sein. Aber egal. Also dieses Quadrat hier. So, also da haben wir also diese Seite CK ist genauso lange wie die Seite AC. Das ist offensichtlich so, ne? Und außerdem ist das auch so, dass BC, ja genau, dass dieses BC ist genauso lang wie das CE. Und jetzt müssen wir noch kurz überlegen, warum die beiden Dreiecke auch denselben Winkel haben.
Ja, weil einfach hier ist ein 90-Grad-Winkel, das ist ja ein Quadrat. Und hier unten ist auch ein 90-Grad-Winkel, ist ja ein Quadrat. Und dann kommt bei beiden noch dieser Teil innerhalb des Dreiecks dazu, der ist natürlich auch gleich groß. Also ist auch der Winkel dazwischen. Und damit sind die beiden Dreiecke jetzt kongruent nach Seite, Winkel, Seite. So, und jetzt kommt das Argument, ich zeichne eine Parallele zu der Strecke EC durch den Punkt A, dann weiß ich, dass alle Dreiecke, die auf die hier diesen Punkt, den dritten Eckpunkt auf dieser Verbindungsstrecke AL haben, die haben alle denselben Flächeninhalt, weil die haben alle dieselbe Grundseite und weil das ja hier Parallelen sind, ist das hier quasi die Höhe. So, die haben also alle denselben Flächeninhalt. Das heißt, wenn ich jetzt das Dreieck hier runterschiebe, duck, dann hat das Dreieck auf jeden Fall den Flächeninhalt immer noch von diesem Türkisen. Weil ich habe das jetzt nur in der Form verändert, aber der Flächeninhalt ist gleich geblieben. Und genauso kann ich hier mit dem Türkisen so hier so dran lang gehen, weil das ist ja auch parallel. Hier ist ja ein Quadrat, das hat offensichtlich parallele Gegenseiten. Also kann ich das hier auch so dran längs schieben und komme dann da oben hin. So, und jetzt sage ich, ah, das ist ja interessant, weil das ist schon der Kathetensatz. Dieses, wenn diese Dreiecke gleich sind, also wenn das türkise Dreieck denselben Flächeninhalt hat wie das lilane Dreieck da unten, dann haben natürlich auch die Rechtecke dieselben Flächeninhalte. Und die Dreiecke sind ja einfach nur die Hälfte von dem Rechteck. Also ist hier unten dieses Dreieck MCEL hat denselben Flächeninhalt wie dieses Quadrat. So, und genau dasselbe Argument lässt sich aber mit dem roten und dem orangenen machen. Nur kriege ich das jetzt nicht, das Problem hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch. Da liegen zu viele Punkte übereinander. Das ist überhaupt nicht zuppelbar gemacht. Naja, da war zu faul, sehen Sie. Jetzt könnten Sie auch hier hingehen. Ja, hier sind die schon in der Endposition. Die liegen schon so, wie man es haben will. Normalerweise lag das rote Dreieck halt auch erst hier innen drin und das orangene Dreieck da oben drin. Und dann hätten Sie auf der Seite genau dasselbe Argument gehabt, nur eben für hier oben für das Quadrat BFGA und unten für das Rechteck BMLD. Da kann man natürlich genau dieselbe Argumentation machen mit dem Runterziehen. Und damit hat man dann bewiesen, okay, oben das eine Quadrat ist so gut wie die eine Rechtecks, wie das eine Rechteck, oben das andere Quadrat ist so groß wie unten das Rechteck und die beiden zusammen sind ja genau das C-Quadrat. Dann hat man die Kathetensätze beide bewiesen und gleichzeitig den Satz von Pythagoras mitbewiesen. So ist halt der klassische Beweis, der da in dem Euklid drin stand. Ob die Pythagoreer den schon kannten, unklar. Es wird aber jedenfalls nichts benutzt, was jetzt bei den Pythagoreern nicht bekannt gewesen wäre. Wir haben ja relativ wenig benutzt, außer Winkel, Seite, Winkel, Seite, Winkel, Seite, Kongruenzsatz und diese Eigenschaft, Dreiecke mit derselben Grundseite und derselben Höhe haben denselben Flächeninhalt. Sonst haben wir eigentlich nicht viel benutzt. Ja, und Gegenseiten von Quadraten sind parallel. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Kapitels und am Ende der Lektion angelangt. Ich hoffe, dass dieses etwas umfangreiche Recycling älterer Aufnahmen hat Sie jetzt nicht allzu sehr gestört. Ich sag da mal, auf Wiederschauen, Servus und Baba. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit der athenischen und der alexandrinischen Periode beschäftigen werden. Und jetzt nochmal ein Schnitzel und dann ist Feierabend.